Und da sind wir zurück, an der gleichen Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Gucken wir, ob wir den Arno hier oben finden. Zumindest müssen wir erstmal die Seile kappen für das Boot, damit wir wieder los können. Was wir machen? Ich muss mal kurz gucken, was für ein Waffe ich jetzt gerade anhöre. Los geht's. Der fette Sack wird da oben irgendwo rumlaufen. Bin gespannt, das wird jetzt wahrscheinlich ein Bosskampf werden. Bin ein bisschen aufgeregt. Oh, das kann dauern. Jetzt mal Messer, ne? Nicht so schnell. Oh. Na, was willst du jetzt tun? Nein! Oh oh. Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung antrittst. Okay, das hat was. Ich stehe auch nur fliehe vor Anno, also muss ich glaube ich gar nicht. Ich muss einfach nur rennen. Das machen wir. Können wir besprechen. Naja, er kann ja gar nicht so schnell sein mit seiner fetten Rüstung, mal ganz im Ernst. Wie kann er denn so schnell sein? Wieder vorbei von den ganzen Leuten. Was wir jetzt machen sollen. Komm raus! Ich tu dir nicht weh! Ehrlich! Ich muss vor ihm beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Was, wie sind sie nicht tot? Unmöglich. Brennen die damit nicht? Anscheinend nicht. Mal vorbeischlängeln kurz mal. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Ah, Hugo! Na, sieh mal an. Verstärkung. Das ist mal ein cooler Junge.
den Kopf auch nicht an den Kopf bekommen habe. Warte. Ganz ruhig, sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Was hast du vor? Amicia! Ami! Jetzt trennt sich Amicia! Was tust du? Wir suchen die Insel. Was tust du da? Das einzige Richtige, das einzige Richtige. Ist ja richtig, oder? Muss man ja auch mal erwähnen. Wie wäre es, wenn wir in See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Perfekt. So, nächstes Kapitel würde ich so behaupten. Kapitel 6. Alles zurückgelassen. Okay, hätte man in der letzten Folge noch mitnehmen können, aber naja, man weiß ja nie, wann es wo aufhört. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Oh, sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zweizahninsel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudans Labor. Sie ist also echt? Ich mach das. Sei bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also, mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Süß sind die beiden. Wie kommen wir auf eine Insel? Mit dem Boot, wenn wir wissen, wo es ist. Meinst du, Mama wird böse sein? Sie wird nicht begeistert sein. Keine Sorge. Und glaubst du, diese Banditen folgen ihnen? Nein, sie sind nicht in Gefahr. Aber sie haben keine Waffen. Sie fliehen oder tauchen unter, Yuko. Oh, sieh nur die Blumen. Ja. Na komm, du magst Blumen. Also es sieht schon echt gut aus. Ist natürlich keine Open World mehr, ne? Was, wenn ihr Boot sinkt? Trotzdem geil. Hugo, wissen Sie, wie man schwimmt? Ihnen passiert nichts. Versprochen? Ja. Warte, siehst du den Baum? Ich bin bestimmt schneller dort als du. Jetzt? Warum? Weil du ein kleiner Angsthase bist. Bin ich nicht. Selber. Dann beweis es. 3, 2, 1. Hey! Du bist selber ein Angsthase. Ich hau ihm mit einer Schleuder einen Hinterkopf. Hoffentlich blutet es nicht wieder. Ich gewinne! Oh, halb so wild. Na, ihr müsst zum Doktor. Nicht lustig! Doch, irgendwie schon. Mist. Hast du dir wehgetan? Nein. Oh, sieh mal! Das ist eine schöne Feder. Sie ist so weich. Und blau. Sie muss von dem Nest dort oben gefallen sein, siehst du? Oh, ja. Wir suchen nach weiteren Nestern. Da finden wir bestimmt mehr Federn. Ja.
Bis dahin mache ich aus dir einen Vogel. Ein Rittervogel. Da liegen ja noch ein paar Blätter. Warum nimmt sie die nicht mit dir unten auf dem Boden liegen? Ich habe bei meinem Ausflug mit Lukas ein paar hübsche Blumen gefunden. Willst du sie? Ich glaube, ich mag lieber Federn. Oh, na gut. Das war ein tolles Rennen. Ja, war's. Du hast noch Schmerzen. Nein. Was am meisten schmerzt, ist, dass ich ein Angsthase bin. Aber ein lieber Angsthase. Das ist aber nett. Nächstes Mal lasse ich dich gewinnen. Oh nein. Nächstes Mal bist du dran. Oh, hörst du das? Was ist das? Gesang. Klingt nach einer Messe. Gibt es hier eine Kirche? Mal sehen. Was ist das? Ein Markt. Nein, hier gibt es keine Stadt. Aber der Gesang kommt von dort. Oh Gott, eine Sekte. Vielleicht kennen sie die Insel. Ja. Wir fragen sie. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Ja, wir haben uns wohl verlaufen. Warum singen die Leute? Oh, weil Messe ist. Wir sind auf Pilgerfahrt. Also beten wir für eine erfolgreiche Reise. Oh, ihr seid auf dem Weg nach Rom. Ganz genau. Und ihr? Wo führt eure Reise hin? Auf eine Insel. Wir wissen nicht viel darüber. Unser Anführer Perull kennt die Umgebung gut. Er hilft euch sicher. Du findest ihn in der Nähe der Ruinen. Er liest die Messe. Ruht ein wenig im Schatten. Ihr seht mitgenommen aus. Ja. Danke. Danke. Ich glaube, es ist eine Sekte. Warum gehen Sie nach Rom? Weil nächstes Jahr das Jubiläum ist. Ein besonderes Jahr. Lass uns diesen Perill suchen. Gänse. Hühner. Achtung, Kinder! Nicht so schnell! Möge das Wetter so bleiben. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Komm. Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Hallo, Putzfrau. Der Wäscherin. Und das sind die Ruinen. Da ist unsere Messe. Ist das da hinten Perull? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Okay. Ja. Amen heißt nicht Danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagt, ihr könntet uns helfen. Insel mit zwei Bergen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Lummerland ist das. Wollt ihr sie sehen? Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute! Wartet hier. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Auf Geheiß von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Kommt mit mir. Sind die nicht einfach mal danach? Das ist auch lustig. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert! Und niemand wird verletzt! Bitte, tut uns nicht weh! Wir haben nichts Kennen getan. Wir neuen Vorsicht, Eindringlinge! Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten?
Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Langsam, da sind noch mehr. Zwei. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Zurück! Nein. Ärger. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Komm, Amicia. Ich weiß. Psst. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Mhm. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in der Weg? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Danke. Seid vorsichtig. Komm, wir müssen hier weg. Ich hoffe, die Soldaten tun Ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Sucht sie! Oh nein! Schnell! Sie sind hier! Lauf, Hugo, geradeaus! Zu mir! Richtig! Hier! Mich nicht an! Oh. Da! Amicia! Mein Kopf, wir müssen weg! Scheiße, der Kopf. Das ist ein bisschen blöd für mich. Mir ist schwindelig. Deine Hand! Du blutest wieder. Gott! Wir müssen weg. Ja, wir müssen weiter. Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein. Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. So, unsere Armbrust können wir verstärken. Das sollten wir machen. Ja, für den Lämmer und gleich. Ah, das ist doch gut. Warte mal. Alle Waffen sind gut. Oh nein, wie kommt man da noch hoch? Stimmt. Ah, man kann da von hinten durchkommen, okay. Lass mal einen Steinbruch reinlaufen. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Ja? Geht nicht weiter. Aber da. Kümmer dich drum, Hugo. Alles klar. Kann durchklettern. Kann uns jedenfalls die Tür aufmachen. Ist offen. Gut gemacht. Junge. Sind das die Soldaten aus der Stadt? Ja. Aber sie waren nett. Sie wirkten nett, sind sie aber nicht. Glaub mir. Ja, komm her. Weiß, wenn er was uns kriegen kann. Sag mal, die Sachen, jetzt können wir theoretisch zur Werkzeugbank jumpen. Vorsicht, es geht runter. Können wir noch mehr werden? Können wir noch irgendwas bauen hier? Lass mal gucken. Gut, dann an die Arbeit. Nee. Haben wir nichts mehr. Okay, aber wir haben auf jeden Fall was gefunden für die nächste Werkbank. Gut, dann lass uns mal in die Höhle reingehen hier. Und den anderen Weg gehen. Rechts herum haben wir alles abgehakt. Und links herum. Amicia, dein Kopf. Ich weiß. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Können wir irgendwas bauen hier? Schon Feuer. Von allen etwas, ne?
Warte, Amicia. Da ist jemand. Ich höre nichts. Woher weißt du das? Ich spüre es. Es sind wohl die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Also, du drückst mal, versuchen zwischen Hugo und den Ratten herzustellen. Ja, ich sehe sie. Wie cool ist das denn? Soldaten. Voll so ein fetter Radar. Moment, wie die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Und wo sind sie? Na, sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Wenn wir hier durchkommen. Und hier links? Nein! Das war's. Schade. Dachte man, hätte das beinahe geschafft, da durchzurennen. Ärgerlich. Oh. Verdammt! Alter, wieso hat, war der denn auch gleich da vorne, der Affe? Hätte er nicht weiter hinten sein können? Spast. Okay. Da sind die. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Wir sind so viele. Mann. Wir müssen die ablenken und dann da reinkommen. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Ach, fang nicht mit deinem beschissenen Aberglauben an! Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Ach, verdammt. Ja, jetzt sind ja alle wieder da. Nein! Sind ja sehr viele. Man muss doch irgendwie. Also ich kann natürlich versuchen, man muss ja wirklich extrem dran vorbeischleichen. Aber ist auch nicht so leicht, weil es sind so viele. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer.
da oben. Da drüben seid ihr! Haltet sie auf! Sie haben uns! Na, lauf! Lauf! Sie kommen! Können wir die einfach abhängen, wenn wir laufen müssen? Schaffen wir nicht, ne? Nee, die sind zu dicht dran. Doch! Mir geht's gut. Sind sie eine Bedrohung? Kommen sie! Einfach mal im Kreis gelaufen. Ich versuche es immer alles natürlich so schnell wie möglich zu machen, was natürlich dumm ist. Du musst ja echt durchkriechen, schleichen, sneaken, ne? Das Mädchen. Sie hat erfahrene Soldaten getötet. Eine Söldnerin des Walds. Für den Wald kämpfen keine Frauen und Kinder. Hier sind sie auch. Wie kommen wir hier raus? Sie ist besessen. Wir werden sie verfolgen. Deinen Helm auf? Ich kann das gar nicht sehen. Ich weiß nicht. Warte mal. Keine Bolzen. Die beiden, aber die müssen wir dann direkt bekommen. Problem ist bloß, ich weiß nicht, wie wir hier dran vorbeikommen an den Heini. Hier kommen wir auch nicht durch. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite kommen.
Die müssen wir auch irgendwie austricksen. Obwohl, er geht in die Richtung. Wer jetzt da bleibt und in die andere Richtung geht. Wir müssen den einen so oder so killen, sonst klappt das nicht. Sonst klappt das nicht, weil der steht ja direkt vor der Luke, ne? Das heißt, wir müssen diesen Scheiß Dings da haben, diesen Scheiß ja, heilen. Komm, Typ, geh bitte da nach links jetzt und nicht hier runter. Obwohl, kannst du doch runtergehen, ist mir auch egal, ich schleiche hinter dir. Darf ich nicht sehen? Da ist sogar noch ein Messer. Super. Das ist doch schon mal gut. Jetzt haben wir beides. Hier müssen wir einen Pfeil im Bauch jagen. Jetzt kommen wir nicht weiter. Da drüben ist einer. Der wird schon gleich wegziehen. Keiner gesehen. Wenn der Pfeil nicht wieder mitnehmen kann, finde ich ein bisschen albern. Aber egal. Hier, eine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Oh. Amicia. Ein bisschen übel. Oh, lass mich. Wir sollten warten, Amicia. Nein, dann finden sie uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Gut, ab zur Kirche, aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.